Guten Morgen, meine lieben Pokefreunde. Obito hier. Und heute versuche ich es mit Doppelstahl, mit Beuterus und Flunschlick. So, mal sehen, was wir bekommen. J Nando 7. Die Superliga neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Und dann kommt die Hyperliga. Und Volona ist ein guter Lead für mich. Weil Volona hat nichts Effektives gegen meinen Beuterus. Und bei Volona muss ich auch nicht schilden. Genau. Wir fahren es einfach straight runter. So, mal sehen, was kommt. Eisstrahl. Ja. Und Schuss Volona. Machen wir gleich eine Steinkante. Mal sehen, ob der Gegner schildert. Ja. Und als nächstes gehen wir auf den Flammenwurf. Die macht bei Barrikadax mehr Schaden als die Steinkante. Weil ja Barrikadax gegen Stein Resistenz hat. Und er investiert beide Schilde in Barrikadax. Das ist gut. Dann gehen wir in Azumarill doch rein. Das brauchen wir auch nicht zu schilden. Oder wobei doch, er könnte einen Mülltreffer haben. Genau, hat er auch. Schilden wir natürlich. Genau, habe ich mir gedacht. Die Hydro-Pumpe nehmen wir uns für Barrikadax auf. Kunstlick wird mit Altaria spielend fertig. Also da hat der Gegner schon verloren, da muss ich auch hier nichts schilden, schon gar kein Drachenpuls. Aber wir lassen Altaria noch eine Attacke machen mit Barrikadax, nicht so viel farmen kann. Weil Mülltreffer ist natürlich für Azumarill übel. So, jetzt kommen wir mit Steinhagel. Jetzt hage jetzt wieder mal Steine auf Altaria. Und der nächste hinterher. Das nimmt Altaria natürlich raus. Der Gegner wird jetzt mein Galar-Flunschlick einfach runterfahren. Aber nein, wir wechseln gleich und gehen auf die Pumpe. Ich weiß gar nicht, ob Barrikadax das jetzt überlebt oder nicht. Überlebt er nicht. Okay, sehr gut. Und haben sogar mit einem Schild noch gewonnen. So. Ist auch mal wieder ein guter Start. Also, was ich nicht vorne sehen will, ist Azumarill. Und das war die Tage sehr häufig, dass Azumarill vorne war. Also kein Azumarill und bitte kein Sumpex. Und dieses normale Flunschlick. Regigigeat Steel hat Fokusstoß, das ist auch problematisch. Na, ist das schon der Fokusstoß? Ich schilde mal nicht. Ist schon. Jetzt kommt der Flammenwurf, den wird der Gegner wahrscheinlich schilden. Nee, doch nicht. Oh, er wird mich runterfahren. Krass. Eine Lichtkanone nehmen wir auf jeden Fall. Genau. Jetzt schilden wir einmal. Ja, er hat seine Energie wahrscheinlich jetzt vollständig ausgegeben.
Und wir fahren den Kameraden komplett runter. Mit einem Pixie gegen einen Flunschlick? Okay. Und er schildert sein Pixie, wie ich es mir dachte. Und wir kommen zu Erdbeben eher als der Gegner zu seiner Attacke. Und da wechseln wir auch straight rüber. Können so auf Azumarill Energie. Ich hoffe, das ist kein Sternhieb. Psychokinese ist auch nicht besser. So, egal was reinkommt, kriegt ein Eisstrahl. Ja, ist Reggie Steel. Gegnerisches Beutelwurf. Ah, komme ich zum Erdbeben? Ah, den Flammenwurf müsste ich noch überleben. Den Flammenwurf müsste ich noch überleben. Ganz knapp. Und Erdbeben dürfte er jetzt nicht überleben. Weil ja Beutrus eine Doppelschwäche auch gegen Boden hat. Genau. Ui, theoretisch hätte ich den Kampf eigentlich gar nicht, sag ich mal, gewinnen dürfen. Weil der Gegner ja halt auch im Vorteil war. Aber egal, ich nehme jeden Sieg gerne dankend an. H3 KT1 und Victini-Shirt und Mütze. Oder eher gesagt, Hut. Knocker ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste oder auch das Beste. Die Knochenkeulen machen gar nicht so viel. Genau. Da gehen wir auch ins eigene Zimmer. Und das ist der Knüller. Dafür habe ich natürlich auch Azumarill mit, damit der Gegner schon Azumarill schön rausnimmt. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe bisher noch keine Verbindungsprobleme. Mal sehen, ob der Bait wieder mal klappt, den ich letztes Mal auch durchgeführt habe. Dass ich den Gegner gleich mit Eisstrahl baite. Dass er denkt, das ist eine Hydropumpe und der Gegner will ja natürlich als Sieger jetzt aus dem Match gehen. Nein, er fällt leider nicht drauf rein. Explosion. Und wir zünden gleich den Flammenwurf. Ah, nee, Steinkante wäre besser gewesen. Er schildert ja so oder so. Das wird nun ein Meteorologe sein. Und der ist auch nicht sehr effektiv. Genau. Wir müssen nur auf Energieball aufpassen. Ist das Energieball oder Meteorologe? Ja, Energieball, Mist. Ah, die Steinkante hauen wir noch raus. Die Steinkante hauen wir natürlich noch raus. Und jetzt gehen wir in Flunschlick.
Und das wird auch ein Energieball sein wahrscheinlich. Nee, Meteorologe nur. Das wird auch wieder ein Meteorologe sein. Wir fahren uns ein bisschen agieren und wechseln jetzt auch ab zum und konnten somit jetzt einen Meteorologen natürlich abfangen. Genau, das war mein Plan. Fehlen wir natürlich. Oh, Flunschlick haben wir schön Energie. Azumarill müssen wir natürlich rausnehmen. Genau, jetzt ist nur noch das Knogger da. Und er muss natürlich was gegen mein Azumarill einsetzen. Das ist ja klar. Eisstrahl wird natürlich nicht reichen. Aber es hat mir Zeit gegeben zu wechseln und einen Steinhagel noch drauf zu werfen und somit gewinne ich auch das dritte Match. Und Knogger ist weg. Oh, und die Zeit wäre fast runtergelaufen. Also jetzt läuft's. Also im Moment läuft's sehr gut. Also ich bin mit Beutos vorne bisher zufrieden. Wie gesagt, Sumpex und Azumarill wäre vorne echt problematisch. So, weiter geht's im Text. Nicht wundern, die Aufnahme hat sich automatisch beendet auf einmal. Und ja, das wird jetzt dann noch zusammengeschnitten. Also nicht wundern, das ist live kommentiert, aber das Video bearbeite ich natürlich. So, weiter geht's. Der vierte Kampf kommt jetzt. Und ja, Beutrus macht sich echt gut vorne. Gefällt mir richtig gut. Und gegen Panzer Aeron im Lead. Das gefällt mir noch besser. Hier gegen Panzer Aeron. Panzer Aeron kann gegen Beutrus null nada niente was unternehmen. Er könnte zwar Sturz draufbringen, aber das ist mir relativ egal. Er hat sich Energie angefahren. So. Brezeln wir mal einen schönen Flammenwurf noch drauf. Und wechseln den Azumarill. Und dann Galar 5-Stick-Counter. Wir schäden auf jeden Fall einmal. Weil es wahrscheinlich der Erdbeben ist. Genau. Das wird nur ein Steinhagel sein, gehe ich mal stark von aus. Und selbst wenn es ein Erdbeben ist, ist auch nicht tragisch. Genau, wir haben es schon runtergefahren, haben Energie bis zu übermorgen. Mal sehen, was jetzt reinkommt. Den Himmelsfeger müssen wir auf jeden Fall überleben. Genau. Gehen nur auf den Eisstrahl. Um ein Schild zu ziehen. Den er nicht hergibt, okay. Dann kommt jetzt der nächste. Und irgendwann muss er ja ein Schild quasi geben. Okay. Und natürlich kommt jetzt Beutorus. Und er kommt zum Glück nicht noch zu einer Attacke. Ah, Azumarill zum Schluss. Okay. Ich hoffe, das ist nur ein Azumarill. Wie heißt es mit. Wie heißt es denn? Mit Eisstrahl und so.
Das Schild mal jetzt, weil es halt wirklich eine Hydropumpe sein kann. Also ist Gott sei Dank nur der Knüller. Okay, also es ist Eisstrahl Knüller-Variante. Da hat man jetzt die ersten Verbindungsprobleme. Ja, und irgendwann muss der Gegner auch schilden. Und ich gehe auch gleich in Galar Flunschlick rüber. Eisstrahl reicht natürlich gegen Beutrus nicht. Aber da er ja kein Hydro-Pump hat, habe ich das Ganze schon gewonnen. Ich brauche einfach nur zwei Steinhagel. So, wieder ein Eisstrahl. Das sieht schon ein bisschen mehr bei Galar Flunschlick ab. Also das ist jetzt nicht so wild. Zwei Steinhagel regeln das Matchup hier. Beziehungsweise die Runde. Und so. Jetzt kommt der letzte Steinhagel und sein Azumarill ist weg. Also ich muss sagen, das Team ist gar nicht schwach mit Boltros vorne. Galar Flunschlick noch hinten und in der Mitte Azumarill. Das ist richtig heftig, das Team. So. Und jetzt gehen wir in die fünfte und letzte Runde. Weil mein Speicher ist auch im Moment ziemlich schnell voll. Ich muss mal ein paar Sachen runterwerfen vom Handy. Na, das will ich natürlich vorne überhaupt nicht sehen. Das will ich gar nicht sehen. Eins, zwei, drei. Und der Wechsel hat geklappt. Sehr schön. Da fangen wir doch eine schöne Aquahaubitze ab. Ja, leider wechselt er. Okay, ich gehe mal stark von aus, die Runde verliere ich. Weil, ja, schon allein das Simpex macht mir Probleme und dann noch ein Tangolist. Wollen wir wenigstens den Schild ziehen mit Azumarill. Schade, wird es wahrscheinlich nur ein 4 zu 1. Der hat zwei Attacken jetzt auf jeden Fall aneinander, weil er rechnet, dass ich schilde. Aber den Traum und Wunsch werde ich ihm nicht erfüllen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich beide Schilde auf Galar Flunschlick anwenden werde. Ja, Galar Flunschlick ist der richtige Kandidat. So, das wird jetzt die doppelte Aquahaubitze sein. Genau. Müssen wir alles wirklich durchschäden. Genau, das ist die nächste. So, er wird mit einem Erdbeben rechnen, hoffe ich. Aber ich glaube, ich werde nicht zum Erdbeben mehr kommen. Aber wir werden sehen. Was hältst du aus, Galar Flunschlick? Was hältst du aus? Oh, oh, oh. Das wird. Ah, guter, guter Wechsel. Richtig guter Wechsel vom Gegner. Ja, aber die Runde habe ich schon verloren. Also nur noch Lecks könnten mir helfen beim Gegner. Aber ansonsten ist das Ganze hier vorbei. Genau, das formt mich jetzt runter. Und natürlich, das war ein Counter-Team gegen mein Team pur.
Mit Doppelwasser und Pflanzen-Pokémon. Doppelwasser gegen meine beiden Stahl-Erd-Pokémon und Pflanze gegen meine Azumarill. Aber egal, das 4 zu 1 nehmen wir dankend an. So, mal sehen, was die Hauptbelohnung ist. Porenta. Ich bin mal gespannt, wann die Weiterentwicklung von Porenta hier reinkommt. Also Lancelot. Bin ich echt mal gespannt. So, das haben wir jetzt auch. Ist kein schlechtes. Und wir gehen straight auf Rang 9 zu. Und ich würde sagen, für die Folge war's das. Bis zum nächsten Mal und habt einen schönen Tag.